Nancy Faeser ist mit ihrem Verbot des Kompaktmagazins vorläufig gescheitert. Und damit herzlich willkommen hier in Wetzolds Welt, dem Kanal für die radikale Mitte. Ja, ich war während des Kompaktverbots ja selbst im Urlaub, deswegen hatte ich kein Video gemacht. Deswegen möchte ich das hier jetzt nochmal als Anlass nehmen, allgemein auf die Causa Kompaktmagazin einzugehen. Aber zunächst, was ist passiert? Heute berichtet unter anderem die Bild-Zeitung: Kompaktverbot teils aufgehoben. Ja, wobei das schon eine verwirrende und, wie ich finde, irreführende Überschrift ist, denn teils meint hier vorläufig. Also vorläufig ist dieses Verbot aufgehoben in einem Eilverfahren, ja. Und das, was dann eben noch folgt, ist das Hauptsacheverfahren, wo dann eben sehr viel gründlicher untersucht wird. Und das, kann man so abschätzen, dauert dann vielleicht so 2 Jahre, ja. Das heißt, erstmal kann das Kompaktmagazin jetzt für 2 Jahre weiter entscheiden. Ja, was war die Begründung der Richter? So schreibt die Bild-Zeitung, aber genau das stellt sich das Gericht in Frage. Und zwar, was stellt das Gericht in Frage? Das, was eben Nancy Faeser unter anderem als Begründung mit angeführt hatte: die Organisationen richten sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung, hatte die Ministerin Mitte Juli erklärt. Ob Kompakt den Verbotsgrund, richtet sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung, erfüllt, kann derzeit nicht abschließend beurteilt werden, schreibt das Gericht. Außerdem bestünde Zweifel an der Verhältnismäßigkeit eines Verbots. Und damit stellt für mich das Gericht die Einstufung als extremistisch in Frage, weil das ist ja eigentlich genau das, was ich als extremistisch auch verstehen würde, dass man sich eben gegen, in substanzieller Weise gegen die Demokratie und die freiheitlich-demokratische Grundordnung wendet. Ja, weiter stellt das Gericht klar, einzelne Ausführungen in der verbreiteten Print- und Online-Publikation ließen Anhaltspunkte insbesondere für eine Verletzung der Menschenwürde erkennen. Ja, und dann geht eben daraus, dass es eben noch irgendwie eine kämpferische Rhetorik hat. Ja, aber das ist natürlich eher so ein ästhetisches Anmutungserlebnis. Trotzdem besteht laut Gericht Zweifel, ob ein komplettes Verbot angesichts des wichtigen Grundrechts auf Meinungs- und Pressefreiheit verhältnismäßig sei. Ja, ist eine relativ kurze Meldung. Wenn man das dann ein bisschen detaillierter will, muss man naturgemäß in die rechte Presse schauen. Ja, gut, für viele ist Bild natürlich auch rechts, aber Bild ist natürlich Mainstream. Und die Junge Freiheit ist ja doch, ich will mal sagen, AfD-nah und so gesehen nicht als Mainstream anzusehen. Also, was lesen wir hier? Laut den Richtern bestünden erhebliche Zweifel, ob angesichts der mit Blick auf die Meinungs- und Pressefreiheit in weiten Teilen nicht zu beanstandenden Beiträge in den Ausgaben des Kompaktmagazins für Souveränität der Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz verletzende Passagen für die Ausrichtung der Vereinigung insbesondere derart prägend sind, dass das Verbot unter Verhältnismäßigkeitsstandpunkten gerechtfertigt ist, teilte der Richter mit. Ja, es geht dann noch weiter um das Vereinsverbot, auf dem sich das ja alles gestützt hat. Da hat also der Richter keine prinzipielle Einwendung gegen diese rechtliche Konstruktion. Allerdings würde da der Hauptzweck des Vereins eben die Herausgabe der Zeitschrift sei, dieser Schutz der Meinungsfreiheit dann eben auch sozusagen, müsste man dann auch ausweiten auf dieses Vereinsverbot. Also die Hürden für das Vereinsverbot seien dann eben ähnlich hoch anzusiedeln wie eben die Verteidigung der Presse- und Meinungsfreiheit. Ja, also wie gesagt, zum endgültigen Abschluss wird das erst in dem Hauptsacheverfahren kommen. Das dauert also wahrscheinlich 2 Jahre. Und natürlich vorläufig ist das eine kostenlose PR-Aktion für Kompakt. Also ich gehe davon aus, dass für die nächsten 2 Jahre sich Jürgen Elsässer sich um den Absatz von Kompakt keine Sorgen machen muss. Ja, was ist meine Einstellung prinzipiell zu der ganzen Causa? Also erstmal, ich will nicht mal sagen, meine Geschichte mit Kompakt. Ich habe tatsächlich mir vor ja gut 10 Jahren mal 5 Ausgaben so roundabout gekauft in einem gewissen Zeitraum. Und da fand ich das eine durchaus interessante und ja, also auf jeden Fall war sie andersartig und auch hatte auch nach meinem Dafürhalten damals gute Inhalte. Allerdings, das letzte Magazin, letzte Ausgabe, die ich mir damals gekauft hatte, vor über 10 Jahren, hat dann zu einer gewissen Entfremdung geführt. Also ich weiß nicht mehr genau, was für eine Thematik das war. Ich glaube, es war ein Themenheft, aber auf jeden Fall habe ich
da das Empfinden gab, dass das doch sehr, ja, ich will mal sagen, plakativ einfach die Negierung des Mainstreams ist, ja. Und auch in einer Weise, die ich dann auch nicht unbedingt gut gefunden habe. Also, und seit der Zeit habe ich das eigentlich nicht mehr groß beachtet, dieses Magazin, sodass ich jetzt auch gar nicht weiß, was da in den letzten Jahren so drin steht. Ja, abgesehen vielleicht von dem einen oder anderen Titelblatt, das sich mal erheischt hat, kann ich da jetzt gar nicht so viel genau dazu den Inhalten sagen. Ja. Prinzipiell bin ich der Meinung, dass bei der Bekämpfung von Extremismus in einer Demokratie sich die Demokratie auf, ja, ich nenne das extrinsischen Extremismus konzentrieren sollte. Also auf Extremismus, der vor allem auch auf extremistische Handlungen abzielt. Und ich unterscheide das eben von extremistischen Denken, ja, also von intellektuellen Äußerungen etc. Also unter Handlung verstehe ich zwei Sachen. Das eine ist politische Gewalt, das zweite ist eine tatsächlich konkrete Unterminierung von freiheitlichen demokratischen Prozessen und Strukturen, also was weiß ich, Verhinderung von Wahlen, Beschädigung von Wahlkampfplakaten etc. etc. Also das ist für mich sind wirklich Handlungen, die ganz konkret ins Politische hineinwirken, die extremistisch sind, wogegen sich tatsächlich der demokratische Staat zu Recht auch schützt. Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass auf dieser äußeren Ebene natürlich auch die Weimarer Verfassung letztendlich hauptsächlich gescheitert ist. Also politische Gewalt durch die NSDAP, da gab es, die hatte zwei Tochterorganisationen, SA und SS, die da im Wesentlichen auch dazu gegründet waren, politische Gewalt auszuüben, wo also auf jeden Fall politische Gewalt zur Routine und zur Praxis dieser Organisation gehört hat. Das war das eine. Und das zweite dann eben 33, 34, als dann systematisch die freiheitliche Ordnung der Weimarer Verfassung aus den Angeln gehoben wurde durch eben die ganzen Prozesse rund um die Machtergreifung. Ja, das wären also die beiden Formen, gegen die sich die Demokratie meines Erachtens zu Recht auch wehrt. Jede Form der intellektuellen Betätigung oder der Meinungsäußerung, ja, die in den Extremismus hineingeht, ist nach meiner Einschätzung nach zu tolerieren. Ja. Warum? Weil die Kosten für mich höher sind denn der Nutzen. Ich bin der Meinung, das ist einfach meine historische Einschätzung, dass tatsächlich, ich will mal sagen, die intellektuelle Ebene, ja, für die Machtergreifung eigentlich relativ unbedeutend war. Auch sowas wie die konservative Revolution, ja, wird also in seiner Wirkung, glaube ich, maßlos überschätzt. Tatsache war ja, dass der Erfolg der Nationalsozialisten ganz wesentlich durch die soziale Krise, der Weltwirtschaftskrise dann beflügelt wurde, ja, und davor war sie eben hat sie ein Schattendasein geführt. Das heißt, irgendwelche Intellektuellen, die dann ja rechts sich geäußert haben oder im Sinne des Faschismus, das hat, glaube ich, relativ geringe Bedeutung geführt. Insgesamt waren die Nazis sowieso eigentlich eine anti-intellektuelle Bewegung und es gab natürlich diverse, ja, Anbahnungsversuche, ja, von Philosophen, von Heidegger, Spengler oder auch Ludwig Klages, wo man entweder die eine oder die andere Seite versucht haben, da irgendwie so eine Verbindung herzustellen, aber wirklich glücklich war das nicht. Das heißt, Philosophie und Nationalsozialismus waren einfach eher sich fremd. Also da gab es keine große Wahlverwandtschaft. Ja. So dass es hier jetzt von, ich würde mal sagen, einen Hochphilosophen von einigermaßen Rang bei den Nationalsozialisten in dem Sinne nicht gab. Ja. Gut, ja. Das heißt, nach meiner Einschätzung nach bin ich der Meinung, dass also sowas wie Kompakt in einer freiheitlich-demokratischen Gesellschaftsordnung auf jeden Fall ausgehalten werden muss, ja. Selbst dann, wenn da beispielsweise flammende Appelle für die Monarchie drin zu finden wären, was, glaube ich, nicht der Fall ist, ja. Es ist natürlich schon so eine, es ist selbstverständlich eine radikale Zeitschrift, ob sie extremistisch ist, ja, wie gesagt, im Sinne der Richter halte ich das für nicht erwiesen und natürlich ist es oft so ein bisschen, dass ja, so Provokateure natürlich auch mit diesem Grenzbereich irgendwo ein Stück weit auch spielen. Damit macht natürlich Jürgen Elsässer auch sein Geschäft, dass er so ein, ich will mal sagen, rhetorische Totalopposition auch anbietet. Aber auch da, denke ich, muss man unterscheiden.
Das eine ist zum Beispiel, wenn man, was weiß ich, vom Sturz des Regimes spricht, ja, das kann man eben sehr unterschiedlich auslegen, was darunter zu verstehen ist. Ist dadurch, ist damit der, die Abwahl der bestehenden Regierung gemeint, dann ist das eine absolut legitime Forderung, oder ist es eine grundlegende Aushebelung der Demokratie mit einer Richtung einer Diktatur damit gemeint, ja, und dubio pro reo gilt ja in unserem Rechtsstaat, und da sind, das heißt, die argumentativen Hürden oder die Hürden, die zu überwinden sind, um jetzt einen substanziellen Extremismus nachzuweisen, sind meines Erachtens relativ hoch. Ja? Also ich glaube, dass meine Grundhaltung da noch ein Stück weit liberaler ist als das, was bei uns hier in der politischen Klasse oder auch in der Juristenkreisen mehrheitlich der Meinung ist. Ich habe da doch eher im Großen und Ganzen eher einen amerikanischen Standpunkt, ja, wo ja noch nicht mal Beleidigung Straftatsbestand ist und wo sozusagen die Meinungsfreiheit eigentlich ein sehr viel höheren Stellenwert hat. Nichtsdestoweniger gibt es ja auch in den USA Tendenzen, das mit solchen Rhetoriken wie Hassrede und so weiter dann doch deutlich einzuschränken. Ja, in diesem Sinne bleiben wir auf jeden Fall dran. Es kann gut sein, dass dieser ganze Verbotsversuch, wenn er dann am Ende des Tages scheitern sollte, zur größten kostenlosen PR für Kompakt mutiert, ja, die sich also Jürgen Elsässer nur erträumen lassen kann. Also die haben jetzt auf jeden Fall einen Riesentriumph erstmal auf ihrer Seite. Und da sieht man, dass also so ein unbedachtes Vorgehen auch einfach nach hinten losgehen kann. Und gerade Nancy Faeser hat sich in der Vergangenheit ja immer wieder mit sehr fragwürdigen Vorschlägen und Aktionen hervorgetan. Also ich sehe in der Tat Nancy Faeser als eine größere Bedrohung für die freiheitlich-demokratische Grundordnung als ein Jürgen Elsässer. Ja, allein weil sie natürlich sehr viel mehr Macht hat. Also beispielsweise ihre Vorschläge für Beweislastumkehr in gewissen Fällen, ihr Vorschlag für Sippenhaft, ja, dass irgendwelche ganze Clans abgeschoben werden könnten und so weiter. Also von der demokratischen Substanz einer Nancy Faeser bin ich alles andere als überzeugt. Und sie ist nun mal in einem Amt mit erheblicher Macht. Und deswegen ist die Gefahr, die natürlich von ihr ausgeht, sehr viel größer als von dem Herausgeber eines Magazins, das in den schattigen Ecken von irgendwelchen Bahnhofszeitschriftenläden verkauft und dann auch vielleicht mit etwas verhohlenem Blick auch gekauft wird. In diesem Sinne, ja, werden wir abwarten, was die Zukunft bringt. Auf jeden Fall bleibt spannend, und ich begrüße es auf jeden Fall, dass die Sache nicht so einfach durchgeht. Eine gründliche juristische Prüfung ist auf jeden Fall notwendig, und mein persönliches Bauchgefühl sagt, also wir müssen sowas auf jeden Fall aushalten und vielleicht sogar noch wesentlich mehr. Wie gesagt, die Meinungsfreiheit ist ein extrem hohes Gut, und die Deutschen haben da ein ausgesprochen schlechtes Verhältnis zu, wie insgesamt zur Demokratie. In dem Sinne müssen wir unseren demokratischen Mitbürgern Schmerzen zumuten, was die Toleranz anbelangt. Ja, also das sind die Punkte, die weltanschauliche Toleranz, das ist die eigentliche, wo es wehtut. Und dort müssen wir Toleranz lernen, ja, nicht bei irgendwelchen Hautpigmentierungen, die was doch im Grunde genommen eher eine oberflächliche Angelegenheit ist. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und tschüss, bis zum nächsten Mal.